eine Nachricht per SMS. Er sei schon wieder aus einer Klinik abgehauen und brauche dringend Hilfe. In einem Motel vertrinkt er die Tage und sein letztes Geld. Wenn du so willst, ist das für mich eine Tagesration. Also das, was ich am Tag so trinke, oder so, das ist so wenig. Normalerweise würden jetzt von der Sorte hier, da würden jetzt 3 Flaschen stehen. Also für mich gibt es eigentlich keine Feiertage mehr, seitdem ich meine Mutti verloren habe. Meine Brüder verloren habe, gibt es für mich so ganz normal. Ich habe hier einfach nur gesessen und geweint. Eigentlich will Frank aufhören mit dem Trinken. Das Ziel, die nächste Entgiftung. Zuvor ein letzter Schluck, eine letzte Zigarette und eine späte Erkenntnis. Manchmal denke ich, dass mein Leben an mir vorbeigeht. Das denke ich manchmal. Obwohl ich noch so viel vorhatte oder vorhab. Ja. Frank hat keine Perspektive und ist körperlich am Ende. Die Klinik von Güstrow. Frank will in die Entgiftung, mal wieder. In der weißen Plastiktragetasche eine Flasche Wodka. Hallo, Herr Burmann. Hallo, wir haben uns schon mal gesehen, gell? Sie waren schon mal bei uns in Behandlung? Vor vielen Jahren. Und sind Sie gerade gekommen? Ja. Und haben Sie ein Anliegen? Ja, ich bin Alkoholiker und... Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen zu trinken, Herr Burmann? Ja, da war ich 14 Jahre alt. 14 Jahre alt. Also zu jung war ich. Mhm, super. Wir haben gerade schon, er ist 41, er ist geschieden seit 2005, hat 2 Kinder, 22 Jahre alt und 14 Jahre alt. Was war der höchste Spiegel, der gemessen worden ist bei Ihnen? 5,3. 5,3 Promille. Konnten Sie da noch laufen? Weil ich den Spiegel immer gehalten hatte. Ich denke, er gehört zu einer Gruppe von Patienten, die eine sehr, sehr schlechte Prognose haben. Er ist ja Anfang 40 und die Wahrscheinlichkeit, dass er in den nächsten Jahren sterben wird, vielleicht noch 5 oder 10 Jahre leben wird, ist hoch. Also es ist einfach eine schwere Krankheit, die im Prinzip heilbar ist, aber bei vielen Patienten einfach schlecht ausgeht. Also seine Prognose ist extrem schlecht. Frank bricht auch diese Entgiftung nach nur wenigen Tagen ab. Danach verliert sich seine Spur.